10 Stunden zuvor. Theater in der Highland Avenue. Seitens der Behörden wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen. Und so bleibt die Frage, warum die erfolgreiche Politikerin und Kongressabgeordnete Iron Fairchild sich das Leben nahm, wohl weiter unbeantwortet. Im Anschluss an diese Sendung hören Sie einen Nachruf von Vizepräsident Jared Hauser. Fairchild hat also recht. Sie stand auf Mitchells Abschussliste. Offensichtlich. Das heißt aber auch, dass Mitchell einen Weg gefunden hat, sie als Nachfolgerin von Hopper und Hauser zu ersetzen. Uns läuft die Zeit davon. Wenn Fairchild recht hatte, soll in weniger als 2 Tagen die Machtübernahme der Weißen Lilie stattfinden. Und ein Giftanschlag auf die Bevölkerung verübt werden. Ich habe mir alle Dokumente aus der Mappe genau angesehen. Leider sind viele der Fotos in der Hektik verschwommen aufgenommen und ohne Kontext schwer zu deuten. Es sind viele Grundrisse und technische Dokumente. Irgendwas Konkretes? Alles, was ich zuordnen konnte, habe ich gesammelt. Das ist die Adresse von der Terrorzelle, die den Anschlag auf den Präsidenten ausführen soll. 2901 Bancroft Street, Charlotte, North Carolina. Wir sollten uns da umsehen. Und was ist das? Das ist ein Grundriss. Er gehört zum Blue Plains Water Treatment Aufbereitungswerk. Ein Wasserwerk? Meinst du, es geht dabei um den anderen Anschlag? Um das Novichok? Möglich. Aber ich bin nicht sicher. Interessant ist allerdings das Datum. 3. Juli. Das ist ein Tag zu früh. Wo ist dieses Blue Plains? In D.C. Scheiße. Allerdings. Es ist das größte Wasseraufbereitungswerk in der Region. Es versorgt ganz Washington und Umgebung mit Frischwasser. Dann sollten wir das ernst nehmen. Ja. Vor allem, wenn man das hier dazu nimmt. Was ist das? Das sind Ablaufpläne für verschiedene Zustandsschaltungen der Wasserregulierung. Und was soll das sein? Wenn ich es richtig verstehe, werden hier die einzelnen Schritte für eine manuelle Öffnung und Schließung der Hauptventile aufgelistet. Aber wird sowas nicht automatisch gesteuert? Vom Computer? Eigentlich schon. Es sei denn, jemand möchte zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Ventile öffnen, um etwas ins Trinkwasser zu leiten. So wie das Novichok. Fuck. Ich habe mich etwas über die Schaltungstechnik bei Blue Plains informiert. Soweit ich das beurteilen kann, muss man die Steuerungskomputer händisch abschalten, um die Kontrolle über die Pumpen und Ventile zu bekommen. Das heißt, Mitchells Leute müssen vor Ort sein. Ja, ich denke schon. Vielleicht ist das Datum deshalb einen Tag vor dem Independence Day, weil sie alles vorbereiten müssen. Um das zu überprüfen, müsste ich selbst an den Computer. Ach, das wird schwierig. Die kritische Infrastruktur wird schwer bewacht, seit Mitchell die Terrorwarnstufe erhöht hat. Eben. Es gibt einen Weg. Was meinst du? Daniel und ich begleiten dich. Wir geben dir Rückendeckung und bringen dich an die Computer. Meinst du wirklich, ihr könnt... Wir sind für solche Einsätze ausgebildet. Es ist zwar schon etwas her, aber es ist unsere beste Chance. Ja. Jerry hat recht. Allerdings gibt es ein Problem. Wo steckt Daniel? Er wollte längst hier sein. Ja. Ich hoffe, er ist nicht auf eigene Faust hinter Mitchell her. Das könnte... Was ist das? Ich weiß nicht. Es weiß doch niemand, dass wir hier sind. Ein Koffer. Gehört der einem von euch? Nein. Dann vorsichtig. Vorsichtig. Die Weiße Lilie. Das Hörspiel.